will den Rest der Fahrt sauer auf mich sein? Bis ich meine Pistole wieder habe. Ich habe sie deiner Mutter gegeben. Oh Mann, hättest du es nicht einfach bei einem Donnerwetter belassen können? Hättest du dann was daraus gelernt? Hab ich so auch nicht. Das glaube ich dir aufs Wort, mein Kleiner. Komm schon, Matt. Du glaubst doch nicht wirklich, du könntest mich länger ignorieren als ich dich. Ich bin Schweizer. Wir haben Übung darin. Schön. Gefällt mir. Matt hat auf stur geschaltet. Aus dem kriege ich nichts heraus, solange er sauer auf mich ist. Aber ich weiß doch, wie alte, dicke Männer kleine Jungs bezirzen können. Mit Karamellbonbons. Willst du vielleicht ein Bröpsli? Du glaubst wohl, du kannst mich bestechen. Ja. Ich habe keinen Grund dazu. Du hast Unfug gemacht und bist dafür bestraft worden. Sieh es als Friedensangebot. Nur vier? Wenn ich schneller bin als du, sind es nur noch drei. Hey! Wieder Freunde? Mhm. Na also. Und kein gefährlicher Blödsinn mehr. Ja. Wunderbar. Und wie ich gerade gesehen habe, hat sich auch unser Punktestand hier oben erhöht, den wir uns jetzt nicht anschauen können. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, ist er auf 3000 hochgegangen. Die Anzeige steigt also auch. Das ist gut. Ich dachte schon, man kann bloß 100 Mal die Hotspot-Anzeige benutzen und dann ist man out of points. Was weiß ich. Na gut, jetzt können wir mal den kleinen Jungen ausquetschen. Deine Mutter ist also Gesellschafterin von Lady Westmacott? Ja, aber es ist nicht so, wie du denkst. Ich habe auch erst gedacht, wie unsympathisch muss man sein, damit man für Freunde bezahlen muss. Aber die Lady ist echt in Ordnung. Ein bisschen schrullig und schon ganz schön alt. Aber sonst ist sie spitze. Sie mag mich. Hat einen seltsamen Geschmack, die Lady. Hey! Ich mag sie auch. Und du und deine Mom? Ihr wohnt beide auf dem Anwesen der Lady Westmacott? Ich nur in den Ferien. Die meiste Zeit des Jahres bin ich im Internat. Stelle ich mir nicht so schön vor. Doch, ist ganz in Ordnung. Ich habe meine Freunde da. Im Haus der Lady muss man immer leise sein. Und ich darf keine Freunde mitbringen. So ein großes Haus mit so vielen Versteckmöglichkeiten. Und niemand, der mit einem Verstecken spielt. Du hast es genau erfasst. Du kannst ja mal mit der Lady Verstecken spielen versuchen. Ich glaube, da bist du eine Weile versteckt, bis sie dich findet. Und seit wann arbeitet deine Mutter schon für die Lady? Seit 2 Jahren. Und dein Vater? Was macht der? Der ist zu Hause geblieben. Früher bin ich mit ihm immer angeln gegangen. Und jagen. Ich durfte sogar schon mal mit einem echten Gewehr schießen. Und dann? Dann hat Mom sich mit ihm gestritten und er ist weggegangen. Da war ich 7. Ach, wie toll. Also ist er nicht gestorben, wie man ja hätte annehmen können eventuell, sondern sie haben sich getrennt. Auch damals also schon aktuell, nicht erst in der Neuzeit. Oh, und wie alt bist du jetzt? In 8 Monaten werde ich 9 Jahre alt. Und weißt du schon, was du mal werden willst? Einbrecher vielleicht? Nein, mal sehen. Schauspieler vielleicht. Tatsächlich? Also ich weiß nicht. Dafür braucht man wirklich eine Menge Talent. Ich selber bin Schauspieler in einer Theatergruppe. Ja? Und ob. Und ich bin einer der Besten bei uns, wenn ich das so sagen darf. Ich gehe voll und ganz in meinen Rollen auf. Verstehst du? Ich rede dann nicht nur wie meine Figur. Ich denke wie sie. Ich werde zu der Person, die ich verkörpere. Denn nur so kann man... Matt, alles in Ordnung? Am Bonbon verschluckt. Ich glaube, als Schauspieler muss man nur gut Sachen nachmachen können. Ach so. Das war nicht schlecht. Grausam, aber nicht schlecht. Ja, ich kann mir ehrlich gesagt den Herrn Zellner nicht so richtig als Schauspieler vorstellen. Aber wäre bestimmt mal interessant zu sehen. Also ich hätte jetzt eigentlich gerne eine Kostprobe, muss ich sagen. Sag mal, hast du irgendwo den Stuart gesehen? Nee. Vorhin lief er hier immer rum. Hoffentlich haben sie ihn nicht in Zürich vergessen. Was sollt ihr denn machen? Ich suche einen Schlüssel, mit dem ich eine Kabinentür öffnen kann. Hast du mal in seinen Sachen hinter der Theke nachgeguckt? Die Schubladen werden bestimmt abgeschlossen sein. Kannst du sie nicht aufbrechen? Oder knacken, wie der Rabe? Gut möglich. Dafür bräuchte ich aber ein Stück Draht oder so etwas. Frag mal meine Mom. Die hat immer ganz viele Haarnadeln dabei. Sie mag es nicht, wenn der Wind ihre Haare unordentlich macht. Danke für den Tipp. Oh, das kann ich so nachvollziehen. Ich habe ja
bis vor gar nicht so langer Zeit, ich glaube bis Anfang des Jahres, bis Ende letzten Jahres, hatte ich ja auch lange Haare und ich hasse es immer noch, wenn der Wind mir durch die Haare geht und alles zerstört. Also mittlerweile ist es ja nicht mehr so schlimm mit kurzen Haaren, aber mit den langen ist es echt schrecklich. Von daher kann ich das durchaus nachvollziehen, bloß als Kerl sieht es scheiße aus, wenn man eine Hochsteckfrisur macht, mal so ganz ehrlich. Na gut. Die Baronin da hinten im zweiten Abteil vermisst ihre Brieftasche. Hast du eine Ahnung, wo die stecken könnte? Oh oh. Der da drüben, der mit dem Geigenkasten. Der Schlingel. Was ist mit dem? Der hat in Zürich was aufgehoben und es in seinen Geigenkasten gepackt. Tatsächlich? Ja, und dabei hat er sich umgeguckt, ob ihn auch niemand beobachtet hat. Aber du hast es gesehen. Mhm. Und hast du auch gesehen, was es war? Nicht so richtig. Deswegen habe ich mir nichts dabei gedacht. Aber jetzt glaube ich, dass es die Brieftasche von der Baronin war. Das sollte ich herausfinden, oder? Finde ich auch. Mach's gut. Mach's besser. Na, dann wollen wir uns dann mal den Österreicher vornehmen, wa? Wenn er denn einer ist. Ich denke mal, er wird Westösterreicher sein. Irgendwo an der Grenze zur Schweiz vielleicht. Entschuldigen Sie, mein Herr. So, schauen wir doch mal. Wegen der Brieftasche. Ja, bitte, wurde sie gefunden? Jemand hat sie samt Geigenkoffer auf dem Bahnsteig in Zürich gesehen. Ja, bitte, ihr habt nichts gestohlen. Das hat ja auch niemand behauptet. Ich wollte nur fragen, ob Sie auf dem Bahnsteig etwas beobachten konnten. Ach so, ich... Wie kommen Sie darauf, ich würde Sie verdächtigen? Na ja, ich dachte, dass Sie im Zusammenhang mit dem Geldbörsel meinen Geigenkoffer erwähnt haben. Apropos, dürfte ich mal einen Blick auf Ihre Geige werfen? Das ist doch bestimmt ein ganz außergewöhnliches Stück. Oh, das geht leider nicht. Es ist eine echte Guarneri. Sehr wertvoll. Ganz genau. Und sehr empfindlich. Was sollte ihr hier schaden? Licht? Luft? Dürfte ich Sie bitten, den Geigenkoffer zu öffnen? Nein, dürfen Sie nicht. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich fürchte, ich muss darauf bestehen. Dann fürchte ich, dass Sie eine richterliche Anordnung benötigen. Ich lasse mich nicht einfach so von Erna durchsuchen. Er will doch bloß den Geigenkoffer geöffnet sehen. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Fahrt. Danke sehr. Ja, richterliche Durchsuchung. Na klar doch, für die Öffnung eines Geigenkoffers. So, wie kriegen wir denn den sturen Bock dazu, den Geigenkoffer zu öffnen? Ich glaube auch, dass der Geiger etwas zu verbergen hat. Doch um sicher zu gehen, dass Metz' Aussage richtig ist, muss ich einen Blick in den Koffer werfen. Wie gelingt mir das ohne die Zustimmung des Geigers? Ja, das ist die Frage. Können wir ihn irgendwie ablenken? Ist unkooperativ. Ich bin nicht befugt, gegen seinen Willen und ohne triftigen Grund seine Habseligkeiten zu durchsuchen. Als Polizist? Und das weiß er. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Also als Polizist sollte man schon jemanden auffordern können, die Tasche zu öffnen. Das ist ja im Supermarkt, das ist übrigens auch so, wenn man jetzt an der Kasse steht und die Verkäuferinnen verlangen, dass man den Rucksack öffnet oder ein Detektiv oder so, ist man ja nicht verpflichtet dazu, den zu öffnen. Die dürfen das nicht. Ein Polizist aber darf das. Gut, ich meine, wir sind in der Schweiz und in den 60er Jahren, aber ich glaube nicht, dass das bei denen anders sein wird. Wobei, die haben es ja so mit Geheimnissen, ne? Wenn ich so an das Bankgeheimnis und so denke. Okay, wir zerstochen die Geige. So, dann machen wir doch einfach mal das Fenster auf, wenn wir böse sind. Was soll das? Habe ich mich nicht klar ausgedrückt, das Fenster bleibt zu. Nö, kannst du vergessen. Sie sind nicht allein im Zug. Ich will das Fenster geöffnet haben. So, schauen wir mal, wie er reagiert. Es scheint ja nicht mehr weit her zu sein mit der Schweizer Höflichkeit. Ich werde mir wegen Ihnen keine Verkühlung einfangen. Gehen Sie woanders hin, wenn es einer nicht passt. Teil 1 hat also schon mal funktioniert, wir müssen bloß irgendwie dafür sorgen. Wie können wir denn... Können wir vielleicht mit Matt irgendwas ausmachen, dass er ein Bein stellt oder so? Also Matt, dann erzähl mal. Ja, schön. Der Geiger lässt mich keinen Blick in seinen Geigenkoffer werfen. Natürlich nicht.
Der hat doch was zu verbergen. Soll ich ihn ablenken? Ja. Kannst du in den Koffer gucken? Das ist doch... Was schlägst du vor? Ich könnte ihm sagen, dass es im nächsten Waggon einen Koffer voller Geld gibt. Wenn er ein Dieb ist, geht er bestimmt nachgucken. Ich glaube nicht, dass er darauf reinfällt. Oder ich beleidige ihn ganz doll und laufe schnell weg. Er läuft mir dann hinterher. Und du hast genug Zeit, um in den Geigenkoffer zu gucken. Wenn ich es mir recht überlege, muss ich mir alleine weiterhelfen. Das ist wohl doch nichts für einen kleinen Jungen. Kleiner Junge? Du spinnst wohl. Sage mal. Tut mir leid, Sheriff. Aber die Idee mit der Ablenkung ist trotzdem gut. Mach's gut. Mach's besser. Ist aber äußerst unfreundlich hier, mich so zu beleidigen. Was machen wir denn da am blödsten? Ach, wie kommen wir denn da? Also wir müssen jetzt irgendwie den Geiger ablenken. Wir haben das Fenster, das wir öffnen, und dann müssen wir ihn irgendwie dazu kriegen, dass er nicht sofort wieder zurückkommt. Oder wir öffnen es einfach 5000 Mal ganz penetrant und irgendwann muss er es einsehen, dass es offen bleibt und setzt sich woanders hin. Der Geiger würde das Fenster sofort wieder schließen und ich hätte nicht genug Zeit, seinen Geigenkoffer zu durchsuchen. Schlagen wir es ein? Keine Ahnung, können wir irgendwas mit dem Fenster benutzen? Können wir ihn bestechen? Nein, ich will nicht in die Zeitung schauen. Die haben wir ja auch schon alles angeschaut an den Artikeln. Heimtröpfchen. Na komm. So mit dem Zahnstocher. Stecke den Zahnstocher in die Laufleitung. Ah, okay. Sehr gut. Die Spitze des Zahnstochers steckt zwischen dem Fenster und der Laufleitung. Ah, und er ist mit dem Fenster da beschäftigt, weil er es nicht mehr zukriegt. Und wir können schauen. Wir sitzen ja bloß direkt daneben. Ist es nicht ein bisschen... Naja. Ich kann dich nicht ernst nehmen, Junge, mit dem Akzent. So. Während er beschäftigt ist und blöd in die Wäsche schaut, aus der Wäsche, schnappen wir uns eine Pistole. Erstmal die Brieftasche. Aha. Hey, was machen's da? Ich wollte ihren Koffer an mich nehmen, weil er unbeaufsichtigt hier herumlag. Als ich ihn angehoben habe, ist der Deckel aufgegangen. Ich lasse meine Geige nie unbeaufsichtigt herumliegen. Ah, dann kann also niemand anderes diese Brieftasche in ihren Koffer gelegt haben. Doch. Irgendwer muss sich angeschlichen haben, so wie Sie. Aha, verstehe. Und die Pistole haben Sie im Koffer, weil... Ich bin Ihnen keine Erklärung schuldig. Die gehört mir. Ich habe einen Waffenschein. Bringen's der Baronin die verdammte Brieftaschen und lassen's mir in Ruhe. Oh, wir wissen sogar, von wem die Brieftasche ist. Ganz so einfach wird es nicht sein. Ich werde die italienischen Behörden in Venedig über den Vorfall informieren. Tja, damit haben wir das Rätsel Nummer Uno gelöst. Und er war sogar im Prinzip beständig gewesen. Haben Sie die Brieftasche der Baronin gefunden? In der Tat, das habe ich. Sie haben? Gehen Sie doch mal zur Seite, Chef. Ach, jetzt zeigt sie sich also auch. Ah, die ist ja noch hässlicher. Das ist ja großartig. Hervorragende Arbeit. Die ist ja noch hässlicher als auf dem Bild. Wachtmeister Baronin. Wachtmeister Anton Jakob Zellner. Gut. Darf ich fragen, wohin Sie dieser schöne Zug bringen sollen? Ins Irrenhaus sollte man meinen. Dieses ständige Geruckel und Gequietsche, da verliert man den Verstand. Oh, haben Sie es einmal mit dem Flugzeug versucht, Milady? Wissen Sie, wie wenig Gepäck man da mitnehmen darf? Es spottet jeder Beschreibung. Waren Flugzeugreisen damals schon so Mainstream gewesen? Also... Gab es da schon offiziell große Linienpassagierflüge in den 60ern? Ich weiß es gar nicht. Kann doch nicht allzu sicher gewesen sein, oder? Ich meine, es gab sicherlich schon Maschinen, auch irgendwelche Privatmaschinen oder so, aber gab es denn schon richtige Passagierlinienflüge? Kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Egal. Haben Sie schon vom Einbruch ins Britische Museum gehört? Davon gehört? Ich bin unmittelbar davon betroffen. Wie das? Ich bin die Vorsitzende des Vereins
Freunde des Britischen Museums und ganz nebenbei finanziere ich die Ausstellung. Ausstellung? Die Ausstellung in Kairo. Oder was glauben Sie, wohin wir fahren? Die beiden Augen der Sphinx sollten zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder gemeinsam ausgestellt werden. Jetzt, wo eines verschwunden ist, wird die Ausstellung weniger sensationell, als wir gehofft hatten. Es könnte aber auch sein, dass all der Rummel zusätzliche Aufmerksamkeit bringt und die Ausstellung dadurch doch noch ein großer Erfolg wird. Möglich. Aber wir wollten doch beide Augen gemeinsam zeigen. Das ist doch der ganze Witz an der Sache. Alle wollen sie nach Kairo. Und irgendwie seltsam, dass alle irgendwas mit dem Britischen Museum zu tun haben. So ein bisschen zumindest. Also die Lady Macbeth meckert ja nicht so, aber der Rest? Komisch. Können Sie mir etwas zu den Mitreisenden sagen, Baronin? Nein, nun wirklich nicht. Es interessiert mich nicht einmal peripher, wer hier mit mir eingepfercht ist. Ach doch, warten Sie. Den Lucien habe ich gesehen. Diesen Professor. Armer Kerl. Das gestohlene Auge der Sphinx gehörte zu seiner Sammlung. Auch noch das? Professor Lucien ist Ägyptologe? Ja, aber natürlich. Als Leiter der ägyptischen Abteilung im Britischen Museum muss er das wohl sein. Hat ihn sehr mitgenommen, die ganze Sache. Der Einbruch. War ein nervöses Wrack, hat mir Direktor Thomas erzählt. Ich möchte mich verabschieden und wünsche Ihnen, dass die Fahrt bald vorbei ist. Ha, gut gesagt, Herr Inspektor. Wachtmeister James. Sehr komisch alles. Ich würde sagen, da ist uns Professor Lucien noch eine Erklärung schuldig.